Hallo und herzlich willkommen zu Let's Show World of Tanks. Scouting Week Episode 4. Diesmal mit dem ELC. Das Replay wurde mir gesendet von Hotwing 1337 und war eigentlich ganz gut. ELC ist, finde ich, relativ schwer zu fahren und das Replay war wirklich ziemlich gut. Der ELC ist relativ schnell, sehr flach, was man auch zu seinem Vorteil nutzen kann, und relativ wendig. Nicht zu wendig, aber immerhin ziemlich wendig. Das, was er jetzt versucht hat, ist einmal vorscouten, so dass man was sieht. Das hat allerdings jetzt nicht so toll funktioniert. Dass es hier die Ketten nicht weggefatzt hat, das war auch ziemlich glücklich, sage ich jetzt mal. Eigentlich braucht man aber beim ELC nur einen Kieselstein und die Ketten sind runter. Naja, jetzt fährt er wieder auf die Brücke hoch. Das mache ich auch eigentlich ziemlich oft mit Spottern auf der Map hier. Die Brücke ist einfach so ein Schlüsselpunkt. Wenn man da oben runter scoutet, dann deckt man eigentlich so gut wie alles auf. Wie man jetzt hier sieht, eigentlich so gut wie das gegnerische Team komplett aufgedeckt. Jetzt versucht er da hinten auf den WDR zu snipen. Das funktioniert auch mit dem ELC ganz gut, aber man muss halt wirklich ziemlich lange warten, was unter Umständen das Leben kosten kann mit dem Teil. Das hier war ein Abpraller, kann ich mal gerade schauen, wo der war. Sieht mir sehr nach Turmring aus. Ne, an der Kanone, am Kanonenmantel. Abpraller beim ELC sind eigentlich auch so gut wie nicht vorhanden. Das Teil hat eigentlich keine Panzerung, ist ein etwas kleinerer Wagen, würde ich mal fast sagen, auf Ketten. Mehr Panzerung hat das Teil nicht, kannst du dich auch in ein Auto setzen und ein bisschen schauen gehen. So in etwa ist er deshalb im ELC. Und das einzige Gute an dem ist eben seine Geschwindigkeit und die Kanone. Also die Kanone ist wirklich episch. Ich weiß gerade nicht genau, wie viel Pen die hat. Könnte man gerade nachschauen gehen. 170 Penetration, 240 Damage mit einer Reload-Time von knapp 13 Sekunden, finde ich echt super. Das einzige Dumme ist, die Einzelzeit ist sehr, sehr lange. Insbesondere wenn die Crew noch nicht 100% hat. Aber das braucht dann wirklich ewig. Und naja. Jetzt hat er da vorne in den auf den Schienen alle gespottet. Fährt jetzt hier auf die andere Seite und kommt von hinten, was die Leute nicht erwarten. 150 Schaden mit einem Blow-Up. War ganz lustig, fand ich. Bei Blow-Ups mit dem ELC hatte ich schon sehr lange nicht mehr. Zweiter Kill, eine Su-100. Jetzt tut er das, was ich auch getan hätte, und zwar jetzt einfach von hinten an die Gegner ranfahren und hier diese Wagen als Deckung nutzen. Weil man selber kann unten durchschießen, andere Panzer haben da große Probleme mit. Warum er da jetzt hängen geblieben ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ich tippe mal auf Lag oder keine Ahnung, FPS kam nicht hinterher von seinem Computer. Weiß ich nicht. So, Panzer 4. Fährt von hinten ran. Bombs. Jetzt versucht er hier hinter dem Haus in Deckung zu kommen. Aber der Panzer 4 schaut nicht mal. Und rums, das war's. Wenn man es sieht, KV-1S, eigentlich war das schon zu erwarten, dass der vorbeischießt. Jetzt versucht er nämlich hier unter den Anhängern drunter durchzuschießen, was eigentlich mit dem Teil relativ gut funktioniert, aber die Einzelzeit war jetzt viel zu lange, als dass das hätte treffen können. Das ist ein bisschen schade gewesen, aber kann man nichts machen. Aber jetzt kommt er nochmal von hinten an den KV-1S ran. Der zielt nicht mal auf ihn, oder nicht mehr auf ihn. Versucht sich zu drehen und zu spät. Das war jetzt alle vernichtet. Ich fand das Replay eigentlich ganz gut. Beschreibt eigentlich so ziemlich das, was man mit dem ELC machen sollte. Ansonsten gibt es ja auch noch ein paar andere Taktiken. Auf die werde ich jetzt nicht näher eingehen. Da habe ich schon ein paar Videos hochgeladen. Schaut euch die an, wenn euch das interessiert. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video von der Scouting Week. Bis dann, ciao.